Ja, herzlich willkommen. Es ist Dienstag, der 5. Juli im Sommersemester 2022 und endlich kommt das erste Lehr-Lern-Video dieses Semesters. Und ich mache direkt dort weiter, wo wir in der Vorlesung aufgehört haben. Das heißt, der nächste Punkt ist dieses Lemma 17.1.10. Wie im ganzen Abschnitt sei A ein Hauptidealring. Ich betrachte eine Diagonalmatrix der Größe n über diesem Hauptidealring und die Behauptung ist, die ist Zeilenspaltenäquivalent, also die ist äquivalent zu einer anderen Diagonalmatrix, wo die Diagonalelemente die Eigenschaften haben, dass jeweils dass jedes Diagonalelement das nächste teilt. Also C1 teilt C2, C2 teilt T3 und so weiter. Gut. Okay, das ist sicherlich ein guter Schritt Richtung Existenz der smischen Normalform. Wir müssen das nur beweisen, natürlich. Beweis. Ich behaupte, dass man durch geeignete Spalten- und Zeilenoperationen die Nullen auf der Diagonale von D alle nach rechts unten wandern lassen kann, sodass die also... Ja, also warum ist das so? Naja, nehmen wir mal den Fall, dass irgendwo eine 0 steht auf der Diagonalen vor einem A. Gut, A könnte jetzt auch die 0 sein, aber das ist nicht der interessante Fall. Der interessante Fall ist, dass A nicht 0 ist. Ja? So, also ich betrachte praktisch einen kleinen Ausschnitt, wenn D irgendwie so eine Diagonalmatrix ist, D1 bis Dn, dann betrachte ich hier so einen kleinen Ausschnitt, ja. Da, wo irgendwo hier steht, zum Beispiel D5 und hier D6. Ja? Und D5 ist noch 0 und D6 möglicherweise nicht. Ja? Dann kann ich aber diese 0 hier durch geeignete Zeilen- und Spaltenoperationen natürlich da runterwandern lassen. Nämlich ich kann hier diesen Ausschnitt einfach betrachten und kann dort die erste und zweite Spalte vertauschen. Ja? Wenn ich das in der großen Matrix mache, ändert es ja hier nichts, weil drüber eh nur Nullen stehen und drunter. Also kann ich diesen Ausschnitt praktisch wirklich bearbeiten und dabei die große Matrix immer mit bearbeiten. Und da ändert sich aber außerhalb von diesem Ausschnitt eh nichts. Genauso mit den Zeilen. Hier stehen ja auch nur Nullen und hier auch nur Nullen. Das heißt, ich kann hier die ersten beiden Spalten vertauschen, bekomme dann das, dann vertausche ich die ersten beiden Zeilen und dann habe ich doch die A nach hier nach oben bekommen. Ja? Dann habe ich doch das D6 hier nach oben bekommen, das D5 nach unten. Ja? Wenn das D6, ja, und so kann ich doch jede 0, angenommen das D1 wäre eine 0, dann kann ich es die 0 da, dann kann ich also D1 und D2 praktisch vertauschen und dann lasse ich die 0 immer weiter nach unten wandern, ja, alle Nullen, die nicht am Schluss kommen, die lasse ich nach unten wandern. Und ich kann also erstmal alle Nullen nach unten bringen und weil jedes Element ja immer die Null teilt, ja, kann ich dann einfach mir nämlich nur noch um das Restliche kümmern. Das heißt, ich kann dann gleich voraussetzen, dass die Diagonalmatrix D nur aus Diagonalelementen ungleich 0 besteht. Also die DIs sind aus A ohne 0. Nochmal schöner schreiben. Ja? Gut. Und und jetzt Elemente ungleich 0 besitzen eine Primfaktorzerlegung, weil der Hauptidealring A faktoriell ist. Und für jedes D aus A ohne 0, ja, wir werden das später auf diese Diagonalelemente DI anwenden, bezeichne L von D die Summe der Exponenten in der Primfaktorzerlegung von D. Die Summe der Exponenten in der Primfaktorzerlegung von D. Das heißt, ist C, Alpha aus dem kartesischen Produkt der Einheiten von A mit den Exponentenfamilien. Das sind die Daten, die ich in Primfaktorzerlegung brauche. Mit D
d gleich c p a hoch Alpha, ja, das ist die Primfaktorzerlegung von c, von d, Entschuldigung. Machen wir es blau mit d gleich p, d gleich c mal p a hoch Alpha. So gilt Länge von d ist die Summe über alle p aus dem Träger von Alpha, Alpha von p. Einfach sozusagen die Summe der Glieder der Familie, könnte man auch sagen. Gut, und setze ja, jetzt will ich sozusagen will ich einer Situation, also wenn ich mir die Diagonalelemente anschaue, am Anfang sind das die D1 bis Dn, alle ungleich 0. Und jetzt will ich die Situation bewerten. Ja, so sozusagen im Idealfall gilt C1 Teil C2 Teil C3 und so weiter. Also was ist denn schlimm? Das Schlimme ist wohl, wenn für in der Primfaktorzerlegung von D1, sagen wir mal, zu viele Primfaktoren vorkommen, ja? Weil dann ist die Chance verringert, dass das D1 die anderen DIs teilt. Ja, wenn D1 gleich 1 ist, dann ist natürlich super, dann wird es auf jeden Fall das D1 keine Probleme machen. Aber wenn das D1 sehr viele Primfaktoren hat, dann wird es wahrscheinlich, dann ist es ganz schlecht. Ja? Und wenn das D2 viele hat, dann ist das auch schlecht, aber vielleicht nicht ganz so schlecht, weil am schlimmsten ist für das D1, weil das D1 soll ja am Schluss, das C1 soll ja alle CIs teilen. Ja? Sozusagen, also wir versuchen ein Maß zu definieren, wie schlecht die Situation ist. Das heißt, ich habe eine Abbildung Delta, die ordnet einem n-Tupel von Elementen ungleich 0 von a eine nicht negative ganze Zahl zu. Ja? Und das soll, wenn das Delta groß ist, dann ist das Tupel vermutlich nicht so gut. Und wenn das Delta klein ist, dann ist es hoffentlich gut. Ja, das ist so die Idee, das müssen wir dann alles noch konkretisieren. Aber C1 bis Cn wird jedenfalls abgebildet auf die Summe von i gleich 1 bis n. Und jetzt könnte ich die Summe der Längen nehmen, ja. Aber ich habe ja gesagt, für C2 ist es weniger schlimm, wenn die Länge von C2, ist es zwar schlimm, aber weniger schlimm vielleicht wie für das C1. Und das heißt, ich führe da noch Gewichte ein. Das Gewicht, für das ich mich entscheide, ist n minus i. Und das hat den Effekt, dass die Länge von C1 wird hier in dieser Summe gewichtet mit n minus 1. Und die Länge von C2 nur noch mit n minus 2 und so weiter. Die Länge von Cn zum Beispiel, die wird tatsächlich mit Gewicht 0 gewertet. Für Cn ist gerade alles egal sozusagen. Das Cn muss eh nichts mehr teilen. Und da ist die Hoffnung, dass es dann egal ist. Genau. Und also das setze ich so. Und ich sage jetzt, machen wir den Punkt da mal weg. Und dann habe ich noch eine Menge g, das sind sozusagen die guten n-Tupel, das sind die Tupel c1 bis cn von Elementen ungleich 0 von a n-Tupel, wo jedes ci immer das nachfolgende teilt. Das ist ja eigentlich die Situation, wo ich hin will mit meiner Diagonalen. So, jetzt kommt eine Behauptung.
So, die Behauptung lautet, ist D1' bis Dn' ein ungutes Tupel von Elementen von A ungleich 0, ein N-Tupel, aber nicht ein gutes, so gibt es 1, was hoffentlich besser ist. 1, was hoffentlich weniger schlimm ist, nämlich D1' bis Dn'. So dass die Diagonalmatrix gebildet aus den Di' mit Diagonalelementen Di', so dass die Zeilenspalten äquivalent ist zur Diagonalmatrix aus den Di'. Und Delta unseres Maß für die Schlimmheit eines Tupels, Delta groß heißt, es ist schlimm, es ist nicht gut. Die Schlimmheit geht runter. Das heißt, Delta von D1' bis Dn', da habe ich mich verschrieben, ist größer, ist echt größer als Delta von D1' bis Dn'. Okay? Das müssen wir jetzt begründen. Begründung. Gut. Also sei D1 bis Dn, D1' bis Dn', so ein N-Tupel aus Elementen ungleich 0 von A, welches nicht gut ist. Ja? Das heißt, es gibt irgendwie einen Index i aus 1 bis n minus 1, sodass di nicht das di plus 1 teilt. Ja? Ich meine, dass di' nicht das di plus 1' teilt. Okay, wählen wir so einen Index i. Okay, jetzt wende ich an Lemma 17.1.7, was heute in der Vorlesung dran war. Und danach gibt es c und d in a, sodass c das Ideal erzeugt, was von di' und di plus 1' erzeugt war oder erzeugt ist, und dass die 2 Kreuz 2 Matrix mit der ersten Zeile di' 0 und der zweiten Zeile 0 di plus 1' di' plus 1 äquivalent ist zur Diagonalmatrix mit den Diagonalelementen CD. Okay. Und ja, dort in dem Lemma hatten wir auch noch, dass C das D teilt, aber das ist uns jetzt egal, schreibe ich, was wir aber nicht brauchen. So, und dann haben wir gelernt, dass wenn zwei Matrizen äquivalent sind, dass sich dann ihre Determinanten nur bis auf eine Einheit unterscheiden, das heißt, die Determinanten sind assoziiert. Das heißt, ich habe dann, also insbesondere gilt, dass D'i mal D'i plus 1, das ist ja die Determinante von dieser ersten Diagonalmatrix, und das ist gleich die Determinante, oder das ist assoziiert zur Determinante von dieser zweiten Diagonalmatrix, was natürlich CD ist. Und daher sind C und D beide auch ungleich 0. Denn die DI' waren alle ungleich 0. Okay. Und es gilt, jetzt kann ich ja Primfaktorzerlegung machen von di' und di plus 1' und von c und von d, und so sehe ich natürlich wegen der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung, sehe ich dann, dass L von, dass die Länge von der, also die Anzahl der Primfaktoren, die in di' vorkommen, plus die Anzahl der Primfaktoren, die in di'
i plus 1 Strich Vorkommen, immer mit Vielfachheiten gezählt natürlich, ist gleich die Anzahl der Primfaktoren, die im Produkt vorkommen natürlich. Und aber weil weil dieses Produkt assoziiert ist zu C mal D, hat ja bis auf die Einheit hat dann C mal D dieselbe Primfaktorzerlegung. Das heißt, dort kommen genauso viele vor. Das heißt, das ist gleich L von C, D und das ist L von C plus L von D. Gut, nehmen wir diesen Sachverhalt mal Stern. Und wir sind immer noch in dieser Begründung drin. Und jetzt ist die Idee, dass man, jetzt müssen wir ja in gewissem Sinne ein weniger schlimmes Tupel finden. Und das machen wir jetzt so, dass ich D1'' bis Dn' setzen wir auf D1' bis Di-1' C,D. Also wir ersetzen dort die Di' und Di+1' durch C und D und alle anderen lassen wir gleich. Das ist die Idee. Und wir brauchen ja auch das da, also diese Äquivalenz hier, aber die haben wir ja, weil wir haben ja für diese es sind ja zwei Diagonalmatrizen und wenn ich mir da ich weiß, dass dieser 2 Kreuz 2 Diagonalblock, der sich hier eigentlich nur ändert, dass der äquivalent ist zu diesem und damit ist natürlich auch innerhalb der größeren Matrix kann ich das dann auch so hinbiegen, dass so ein 2 Kreuz 2 Block durch den neuen ersetzt wird, weil ja, das haben wir ja auch schon mal gehabt, das Argument, ich mache einfach alle Zeilen- und Spaltenoperationen, die ich hier mache, die mache ich entsprechend dann hier mit den kritischen Zeilen und Spalten. Und ja, da werden immer nur, da ändert sich außerhalb von der Diagonale außerhalb nichts, weil da immer nur Nullen stehen. Ja. Gut. Okay, gut. Und dann haben wir hier, jetzt müssen wir nur noch zeigen, jetzt ist nur noch zu zeigen, dass Delta von D1' bis Dn' echt größer ist als Delta von D1' bis Dn'. Okay. Und wegen Stern reicht es zu zeigen, naja, jetzt wird ja dieses Tupel da bewertet mit dem Delta sozusagen, die Schlimmheit des Tupels. Und die Tupel stimmen ja in den meisten Einträgen überein. Ja. Das heißt, von dieser Summe, da sind überhaupt nur zwei Summanden relevant, die sich überhaupt ändern. Und nur die beiden brauche ich anschauen. Ja, es geht, da waren wir ja gerade da, es geht eigentlich nur noch um die Summe von, wenn ich das mal mit Rot hier schreiben, das von I bis I plus 1, ja, also dann I plus, machen wir es größer, von I bis I plus 1, nenne ich das da J jetzt, ja, also es geht nur darum eigentlich und und was ist denn das? Das ist, da habe ich dann N minus I mal L von Ci plus n minus i minus 1 mal l von ci plus 1. Ja? Und und das ist ja wiederum, das ist n minus i minus 1 mal L von Ci plus L von Ci plus 1 plus L von Ci. Okay? Und jetzt ist es aber so,
Nur um diese beiden Summanden geht's. Und ich habe jetzt, ich habe aber hier das L von DI' plus L von DI plus 1' gleich L von C plus L von D ist. Das heißt, wenn ich DI' und DI plus 1' durch C und D ersetze, dann habe ich hier sozusagen in dieser Summe, ja, weil die Summe der beiden ist ja gleich, das ist gleich, egal ob CI und CI plus 1 jetzt DI und DI' und DI plus 1' sind oder ob die C und D sind. Also diese Summe bleibt sowieso konstant. Das heißt, ich muss nur zeigen, dass das L von CI, was jetzt hier praktisch dem L von DI' entspricht, dass das größer dem L von C ist. Ja? Also nochmal daheim anschauen vielleicht. Also L, daheim sind sie jetzt vielleicht sowieso. Es reicht zu zeigen, dass L von, aber es ist wirklich einfach, es reicht zu zeigen, dass L von DI' größer ist als L von C. Okay. Gut. Dann machen wir das hier wieder weg, was ich hier alles dazu geschrieben habe. Gut. Und ja, und dies folgt aber aus C Teil DI', ja, das war die Anzahl der Primfaktoren mit Vielfachheit gezählt in einer Primfaktorzerlegung von DI'. Und das war die von C. Und wenn C ein Teiler von DI' ist, dann ist natürlich hier ein kleiner gleich, dann gilt es hier mit größer gleich sozusagen, genau. Und damit hier echt größer gilt, müssen wir nur zeigen, dass DI' nicht das C teilt. Denn DI' teilt nicht das C, weil sonst wären ja C und DI' assoziiert und dann wäre DI plus 1', das liegt ja in dem von C erzeugten Ideal. Ja, das steht ja da oben noch, das DI plus 1' liegt in dem von C erzeugten Ideal. Und das ist das von DI'. Das wäre dann das von DI' erzeugt, ideal, weil C und DI' assoziiert sind oder assoziiert wären. Und daher hätte ich dann das DI', ein Teiler wäre von DI plus 1'. Ja, genau, was ja aber nicht, hier wurde ja vorausgesetzt, dass DI' kein Teiler ist von DI plus 1'. Ja. So, das heißt, wir haben hier, wir hätten hier einen Widerspruch und damit ist diese Behauptung bewiesen. Ja, ich kann also diese Schlechtheit immer verkleinern von diesen Tupeln, immer zu einer neuen, ich finde eine immer wieder neue Diagonalmatrix, die äquivalent ist mit einer kleineren Schlechtheit sozusagen. Solange das Diagonaltupel sozusagen nicht gut ist. Naja, und dann diese Schlechtheit kann ja nicht ewig kleiner werden, weil es eine nicht negative ganze Zahl ist. Ja? Das heißt, irgendwann muss es ein gutes Tupel sein. Also nun folgt alles durch mehrfache Anwendung der Behauptung. Beweis, Ende.
Gut, damit kommen wir jetzt endlich zu dem schon lange angekündigten, heute in der Vorlesung angekündigten Beweis. Beweis der Existenz der Jordanschen Normalform. Beweis von Satz 17.1.3. Gut, sei M, A ist ja dort ein Hauptidealring, sei A aus M hoch, sei A, M eine Matrix mit M Zeilen und N Spalten über diesem Hauptidealring A, um zu zeigen, es gibt eine Matrix S von derselben Größe in Smithsche Normalform, die äquivalent ist zu M. Dazu setzen wir L als das Minimum von M und N, wie das ja auch schon in der Definition in der Vorlesung heute von der Smithschen Normalform gemacht wurde. Und dann wenden wir das Lemma an, was wir in der Vorlesung als letztes gezeigt hatten. Ich kann es hier nochmal anschreiben. Das war dieses Lemma, also wiederholen wir das, 17.1.9, seien M und N natürliche Zahlen und M eine M-Kreuz-M-Matrix über A, dann gibt es ein A in A, sodass M äquivalent ist zu einer Matrix von dieser Gestalt, sodass links oben das A steht, daneben lauter Nullen, drunter lauter Nullen und hier irgendwas. Ja, und die Idee ist natürlich, dass man dieses Lemma mehrmals anwendet, dass sich das dann sozusagen auf diese Untermatrix, falls da wirklich noch eine Zeile und eine Spalte ist, nochmal anwende. Also dann habe ich hier das A1, dann kommt hier ein A2, hier lauter Nullen und so weiter. Und dann wende ich es auf diese Untermatrix hier an und so weiter. Und natürlich geht es L mal, wobei L das Minimum von M und N ist. Also ich kann L mal das anwenden. Und bekomme dann sozusagen diese Pseudo-Diagonalform. Ja? Also wenn M eine rechteckige Matrix ist, bekomme ich hier wirklich was in Diagonalgestalt. Und sonst bekomme ich halt diese Pseudo-Diagonalgestalt, die man in der Smithschen Normalform eben auch hat. So, also die Idee ist, durch L-fache Anwendung, von Lemma 17.1.9 erhält man eine L-Kreuz-L-Diagonalmatrix. Ja, falls M größer gleich N ist, falls M höher, mindestens so hoch wie breit ist, dann schaut es nachher so aus, dass M äquivalent ist zu dieser Diagonalmatrix und unten noch ein paar Nullzeilen, ja, unten noch M-N-Nullzeilen. Und wenn M mindestens so breit wie hoch ist, dann habe ich eben hier N-M Null Spalten noch hinter das D geklemmt. Auf jeden Fall finde ich, dass diese Diagonalmatrix D, diese L-Kreuz-L-Diagonalmatrix, sodass M äquivalent zu dieser Matrix mit zusätzlichen Null Zeilen bzw. Null Spalten ist. Gut, und dann wende nun letztes Lemma auf D an. Ja, das letzte Lemma war ja eben dieses hier. Genau, also wenn ich eine Diagonalmatrix habe, dann kann ich die überführen in so eine Diagonalmatrix, wo immer jedes Diagonalelement das nächste teilt sozusagen. Und und wenn ich da noch diese zusätzlichen Nullzeilen habe, das macht ja dann nichts. Die bleiben immer Null, wenn ich Spaltenoperationen mache. Kann ich die einfach immer mitschleppen bei den Spaltenoperationen und von den Zeilenoperationen sind sie sowieso nicht tangiert, dann bleiben halt hier die Nullen und hier ist genauso, da bleiben auch diese Nullspalten. Also wende nun letztes Lemma auf D an, um C1 bis CL aus A mit C1 teilt C2 teilt und so weiter teilt CL zu finden. Mit D ist äquivalent zu C1 bis CL zu dieser Diagonalmatrix. Also dann
nach Operationen vom Typ ZI. Ich könnte tatsächlich auch Spalten nehmen, aber ZI wird abgebildet auf Lambda mal ZI, wobei Lambda eine Einheit ist. Gilt ohne Einschränkung, dass jedes CI von der Form ist PA hoch Alpha I. Ja? Diese Operationen ändern ja die Zeilen nur bis auf eine Einheit. Das heißt, die ändern die CIs nur bis auf eine Einheit und sonst machen sie nichts. Das ändert natürlich dann hier an diesen Teilerrelationen nichts. Aber was ich erreichen kann, die CIs haben ja eine Primfaktorzerlegung. Wenn CI gleich 0 ist, dann müsste ich da halt Alpha I gleich unendlich nehmen. Also wir können ja sagen, mit Alpha I, jedes Alpha I soll ein Exponententupel sein oder unendlich. Also die CIs, die gleich 0 sind, die kann ich sicher so schreiben, dann nehme ich einfach Alpha I gleich unendlich. Und wenn CI ungleich 0 ist, dann besitzt sie eine Primfaktorzerlegung. Das heißt, dann gibt es also so hier so eine Einheit C und so ein Alpha I, so ein Exponententupel mit CI gleich C mal PA hoch Alpha I. Aber C ist dann eine Einheit und dann kann ich eben das C aus dieses Lambda nehmen oder nehme ich Lambda gleich C hoch minus 1. Ne? Genau. Genau, also finde ich diese Alpha Is. Okay, und wegen C1 Teil C2 und so weiter Teil CL gilt dann C1, wenn ich die Assoziiertheitsklasse von C1 nehme, ist die kleiner gleich, das war dieses kleiner gleich induziert durch die Teilerrelation, kleiner gleich der Assoziiertheitsklasse von T2 und so weiter. Kleiner gleich CL Dach. Und daher weiß ich auch, dass diese Exponententupel erfüllen Alpha 1 kleiner gleich Alpha 2. Das ist schon wieder ein anderes kleiner gleich. Hier Alpha L. Genau, also das ist schon wieder ein anderes kleiner gleich. Das war sozusagen das punktweise größer gleich hier. Genau. Vergleiche, da muss man jetzt schauen. Das ist Vergleiche 16, 1, 3 und 16, 4, 17. Gut, fertig. Ja, fertig. Weil die Nullen da unten, die machen nichts. Diese Nullen da unten oder diese Nullen daneben hier. Und dann haben wir 17, 1, 3. Was war denn der Satz überhaupt? Der steht gar nicht mehr da. Aber hier steht es ja nochmal. Der sagt aus, wenn A ein Hauptidealring ist und M eine M-Kreuz-N-Matrix über A, dann gibt es eine Matrix in Smithscher Normalform, die dazu äquivalent ist. Gut. Okay. Jetzt kommt ein bisschen Fülltext. Alle betrachteten Zeilenoperationen auf M-Kreuz-N-Matrizen. Wir hatten ja drei Typen, sind von dieser Form. Ja, denn bei jedem unserer drei Typen von Zeilenoperationen wurden Z1 bis Zm simultan ersetzt durch, also die neuen ZIs waren Linearkombinationen der alten ZIs. Zum Beispiel beim ersten Typ, da war das neue ZI, war ZI plus ein Vielfaches von ZJ und die anderen ZIs wurden einfach durch sich selber ersetzt. Ja, also da, ich kann ja sozusagen hier meistens die Linearkombination, ich kann ja sagen, Z1 wird durch Z1 ersetzt, dann ist A11 gleich 1, A12 gleich 0 und so weiter und dann kann ich eben manche ZIs eben unberührt lassen und ich kann nur ein einziges abändern. Und
Das war für den ersten Typ, machen wir das so, für den zweiten natürlich auch so. Und für den dritten, da brauche ich nur zwei von den ZIs abändern und die anderen lasse ich so. Aber auf jeden Fall sind alle von diesem allgemeinen Typ. Ja, ich sage nicht, dass das eine erlaubte Zeilenoperation ist, aber jeder von unseren erlaubten Zeilenoperationen lässt sich subsumieren in jede zumindest elementare Zeilenoperation, die wir betrachtet haben, lässt sich subsumieren durch sowas. Genau. Und betrachten wir mal diese Matrix. Also setzt man hier P sei die Matrix bestehend aus den A, I, J hier. I ist der Zeilenindex und J der Spaltenindex. Die laufen alle zwischen 1 und M. Das ist eine M-Kreuz-M-Matrix. So erhält man aus dieser M-Kreuz-N-Matrix M durch Anwendung dieser Operation offenbar P mal M. Ja, es ist tatsächlich so, wenn Sie P mal M ausrechnen, was machen Sie denn dann? Was ist denn die erste Zeile von P mal M? Ja, wenn ich die Einträge von M, MJK nenne, ja, also M, dann machen wir das mal mit einer anderen Farbe, nur auf unseren Schmierzettel, M gleich sei die Matrix MJK, wird kleiner gleich M, 1 kleiner gleich K, kleiner gleich N, ja, und P war ja diese Matrix hier. Was ist denn dann die erste Zeile von P mal M? Da muss ich ja dann immer A1J nehmen und dann MJK dann hier aufsummieren und J gleich 1 bis M und das ist die erste Zeile von M. Ja, das ist die erste Zeile von M und genau und das ist ja, das ist tatsächlich sieht man, dass das genau das da ist, ja? Okay. Und genauso dann natürlich für die zweite Zeile. Die zweite Zeile ist das, ist ja, was hier stehen würde und so weiter. Also tatsächlich so, ja? Überlegt man sich, durch Anwendung dieser Operation auf M erhält man genau P mal M. Das heißt, man kann das durch Multiplizieren von links mit dieser Matrix der AIJ simulieren. Ja? Gut, und analog sind die Spaltenoperationen auf M-Kreuz-N-Matrizen von der Gestalt, dass jedes SI oder jedes SJ simultan durch eine Linearkombination der SJ ersetzt wird. Ja, das heißt, ich habe hier sowas, bei diese Koeffizienten der Linearkombination sind durch diese Matrix B, bestehend aus den BJIs gegeben. Ich schreibe absichtlich BJI, nicht BIJ, weil setzt man jetzt Q gleich. Und da schreibe ich jetzt BIJ. Ja, das heißt, ich transponiere praktisch diese Matrix nochmal. Das ist irgendwie wichtig. Kann man gleich nochmal nachrechnen. Wenn ich Q so setze, so überführt diese Operation M aus A hoch M Kreuz N in M mal Q. So, und ja, auch das muss man nachrechnen.
Das heißt, ich kann diese Spaltenoperation durch Multiplikation mit einer Matrix von rechts simulieren. Rechnen wir das mal nach. Was ist denn zum Beispiel die erste Spalte von M mal Q? Ja, die erste Spalte von M mal Q. So, multiplizieren mit einer Matrix von rechts ist ja simultanes Multiplizieren mit den Spalten dieser Matrix. Das haben wir ja gelernt. Also wenn ich die erste Spalte von M mal Q will, dann muss ich einfach M mit der ersten Spalte von Q multiplizieren. Und und die erste Spalte von Q, da stehen die B11 bis BN1 drin, ja, weil ich hier BJI und hier BIJ geschrieben habe. Also da stehen die B11 bis BN1 drin. Und so sieht man das, ja. Also das ist fast noch einfacher zu sehen als das, weil wir da irgendwie so dran gewöhnt sind, das Multiplizieren mit Matrizen von rechts, mit einer Matrix von rechts, simultanes Multiplizieren mit den Spalten ist. Natürlich ist es auch so, Multiplizieren mit einer Matrix von links ist eigentlich auch simultanes Multiplizieren mit den Zeilen dieser Matrix als Zeilenvektoren. Ja? Gut, aber das sind wir besser gewöhnt. Das heißt, da ist es noch einfacher zu sehen. Gut. Da alle elementaren Zeilen- und Spaltenoperationen, die wir erlaubt haben, ja, haben wir ja nicht alle erlaubt, ja, nicht für beliebige Matrizen A, J haben wir die erlaubt, aber alle, die wir erlaubt haben, die waren ja umkehrbar durch eben solche Operationen, ja. Das heißt, zum Beispiel, ja, das heißt, erlaubt, wenn diese Operation hier auf den Zeilen erlaubt war, dann gab es eine andere Zeilenoperation, mit der wir das wieder rückgängig gemacht haben. Das heißt, aus M haben wir dann praktisch PM gemacht. Und dann gab es aber ein P', ja, wieder eine M-Kreuz-M-Matrix, sodass P' mal PM dann wieder M war. Ja? Wieder M war. Ja? Und M ist ja jetzt eine M-Kreuz-N-Matrix, aber es könnte auch eine M-Kreuz-M-Matrix sein, und es könnte auch die Einheitsmatrix sein. Das heißt, wenn wir mit der Einheitsmatrix, mit der M-Kreuz-M-Einheitsmatrix starten, dann machen wir daraus PM mit dieser Operation. Und dann gibt es aber, P mal I. Und dann gibt es aber ein P', auch wieder eine M-Kreuz-M-Matrix, sodass wir daraus machen P'PI. Und das ist wieder I. Ja? Wieder I. Ja, und jetzt und I ist immer IM hier. Jetzt und hier kann ich das vergessen, ja, da steht dann einfach P' mal P ist IM. Ja, und dann haben wir im letzten Semester gelernt, wenn P' mal PIM ist, dass dann P invertierbar ist. Und P' ist das Inverse von P. Ja? Weil eigentlich bräuchte man dafür ja auch noch P', aber das ist eben automatisch, dass das gleich P' ist. Genau. Und also indem man das auf diesen Spezialfall von M der Einheitsmatrix anwendet, sieht man dann, dass das P hier invertierbar ist. Und analog kann man das hier für Q natürlich machen. Das mache ich jetzt nicht vor. P und Q sind hierbei immer invertierbar, wenn es erlaubte Operationen waren bei uns. Um dies zu sehen, nehme man für M die Einheitsmatrix und beachte diese Tatsache aus dem letzten Semester, die ich gerade erwähnt habe, dass ein Linksinverses auch ein Rechtsinverses ist und umgekehrt in diesem Fall. Gut,
Okay. Ja, dann, das heißt, alle erlaubten Zeilen- und Spaltenoperationen laufen immer auf Multiplikation mit einer invertierbaren Matrix raus, die von ja, bei den Zeilenoperationen eine Matrix von links und bei den Spaltenoperationen eine Matrix von rechts. Und ja, haben wir jetzt ein Korollar. Zu jeder Matrix M über dem Hauptidealring A, M Kreuz N Matrix, rechteckige Matrix, gibt es invertierbare Matrizen P aus A hoch M Kreuz M, also gerade von der richtigen Größe, dass ich das von links dran multiplizieren kann, und Q aus A hoch N Kreuz N, also auch gerade von der richtigen Größe, dass ich Q von rechts dran multiplizieren kann, und eine Matrix S in symmetrischer Normalform von derselben Größe wie M mit P mal M mal Q gleich S. Ja? Sehr schön. Sie können natürlich, weil Q ja invertierbar ist, können Sie es mit Q hoch minus 1 darüber bringen. Also Sie könnten genauso gut natürlich schreiben M gleich P S Q, indem Sie P durch P hoch minus 1 und Q durch Q hoch minus 1 ersetzen. Genau. So. Ja, dann machen wir weiter mit der Frage, wie man diese P und Q dann auch berechnen kann, ja. Und das ist die folgende Bemerkung, 17.1.12. Bemerkung. Es ist klar, dass man dabei ja zum Beispiel P erhält, indem man die jeweiligen Zeilenoperationen, die M in S überführen, ja, auf eine M Kreuz M Matrix anwendet. Ja. Ich habe hier meine Matrix M, mit der ich starte. Ich will das mische normal vom S. Ich weiß, dass ich das durch Zeilen- und Spaltenoperationen machen kann. Die muss ich mal überlegen, die Spaltenoperationen können simuliert werden durch Multiplikation mit einer invertierbaren Matrix Q von rechts und die Zeilenoperationen durch Multiplikation mit einer invertierbaren Matrix P. Und ja, und ich will eben wirklich solche P und Q berechnen, sodass P im Q gleich S ist. Und ja, und wie bekomme ich so ein P? Ich nehme dieselben Zeilen und von den Zeilen- und Spaltenoperationen, die M in S überführen. Nehme ich einfach nur die Zeilenoperation, also ich ignoriere die Spaltenoperation und wende die auf eine M Kreuz M Matrix an. P soll ja eine M Kreuz M Matrix sein, die am Anfang mit IM, mit der Einheitsmatrix der Größe M initialisiert wird. Ja? Weil was passiert denn dann? Also wenn ich die auf diese selben Zeilenoperationen auf die Einheitsmatrix M anwende, dann kriege ich ja natürlich P mal IM. Ja? Und das ist ja P dann. Ja? Und genauso kann ich Q erhalten, indem man die jeweiligen Spaltenoperationen, die M in S überführen, also nur die Spaltenoperationen. Ich ignoriere die Zeilenoperationen, die dazwischendurch ausgeführt werden. Nehme nur die Spaltenoperationen und die wende ich auf eine Matrix an, die am Anfang mit IN initialisiert wird. Ja, dann kriege ich ja IN mal Q, also kriege ich Q raus. Ja. Das heißt, man kann das dann so machen. Also schreiben wir das mal hier auf. Dazu wendet man die Operationen, ob das Zeilen- oder Spaltenoperationen sind. Ich schreibe das einfach mal so, einfach auf das Schema, ja, was immer das ist, an. Also ich will das nicht formal definieren, aber so ein Schema wäre sozusagen, ich nehme die Matrix M und ich hänge hier, M ist ja eine M Kreuz N Matrix, ja. Das heißt, sie hat M Zeilen und N Spalten. Ja? Wenn jetzt M zum Beispiel kleiner als N ist, dann ist sie also viel weniger hoch als breit. Das habe ich auch so gemalt. Hier ist sie breiter als hoch. Es gibt aber auch den anderen Fall, dass sie höher als breit ist. Ja? Gut, auf jeden Fall
habe ich mich dafür entschieden, diesen Fall zu malen, dass sie eben breiter ist als hoch. Ja, was ich jetzt mache, ich führe M über ins mische Normalform mit Hilfe von erlaubten Zeilen- und Spaltenoperationen. Ja. Wir wissen, das geht. Und wann immer ich eine Zeilenoperation mache, mache ich die nicht nur hier auf M, sondern die mache ich sogar auf dieser erweiterten Matrix MIM, ja? Die also M Zeilen immer noch hat, aber jetzt N plus M Spalten. Ja? Und naja, wenn ich das mache und immer wenn ich eine Spaltenoperation mache, dann mache ich die nicht nur auf M, sondern mache ich gleich auf dieser größeren Matrix, wo eben noch diese N Zeilen, die genauso viel Spalten hat, aber N Zeilen mehr hatte. Also die hat M plus N Zeilen und N Spalten. Genau. Und im Endeffekt heißt es ja einfach, auf dieser Matrix mache ich genau das, was ich machen muss, um zu das Mischen normal vom S zu kommen. Und hier, hier wende ich ja nur die Spaltenoperationen auf eine Matrix an, die am Anfang die N Kreuz N Einheitsmatrix ist, und dann bekomme ich ja das gewünschte Q. Ja, und das haben wir ja hier gesagt. Und hier auf IM wende ich eben nur die Zeilenoperationen an, die mir M in S zusammen mit den Spaltenoperationen überführen, und dann komme ich eben hier auf das gewünschte P. Okay. Und ja, so kann man das machen. Ja. Es gibt sogar Anwendungen, wo man sich nur für ein P interessiert, zum Beispiel, für das es so ein Q gibt. Ja. Oder wo man sich nur für ein Q interessiert, für das es so ein P gibt. Invertierbare Matrix P gibt über A. Und mit PMQ gleich ist. Und dann kann man natürlich, wenn man nur eins der beiden braucht, tatsächlich gibt es solche Anwendungen, werde ich jetzt nicht drauf eingehen, dann kann man natürlich, ja, wenn ich mich nur für P interessiere, dann kann ich natürlich das weglassen. Ja. Und niemand hat auch gesagt, dass P und Q eindeutig sind. Die Smische Normalform, da werden wir später lernen, dass die eindeutig ist, aber dieses P und Q werden wahrscheinlich nicht eindeutig sein. Ja. Gut, aber die existieren, und wenn man solche berechnen will, dann kann man das so machen. Gut, machen wir jetzt dazu noch ein Beispiel. Ich betrachte eine 3-Kreuz-2-Matrix über dem Hauptidealring der ganzen Zahlen. Und zwar diese Matrix M. Erste Zeile ist 413, 140, zweite ist minus 385, minus 126. Und die dritte Zeile ist 427 und 147. Gut, ich stelle jetzt dieses Schema da auf. Machen wir das mal. Dann können wir erstmal hier was kopieren. So. Das machen wir mal weg. So. Gut, da kommt diese Einheitsmatrix dran. Okay, und da unten, da kommt die andere Einheitsmatrix. Das war jetzt der andere Fall. Hier war die Matrix breiter als hoch. Hier ist sie höher als breit. Ja. Und gut, und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt erstmal die erste Zeile zur zweiten addiert, weil ich will irgendwie kleinere Zahlen hier haben. Ich mache jetzt einfach gefühlsmäßig, wie ich denke, dass man zur Smischen Normalform kommt. Mache ich einfach diese Matrix hier, verarzte ich so. Irgendwie, und diese minus 385, ich dachte mal, die erste Zeile können wir da dazu addieren. Gut, also wir können hier mal das da kopieren.
Und das addieren wir dann zu der ersten, also diese erste Zeile addieren wir hier dazu. Dann haben wir hier 15 plus 13 ist 28. 28, 140 minus 126 ist 14. Und dann haben wir hier 1, 1, 0. Und dann dachte ich, die erste Zeile könnte man von der dritten Zeile abziehen. Also dann habe ich 427 minus 413, das gibt 14. 147 minus 140 gibt 7. Und dann haben wir hier minus 101. Und Spaltenoperationen habe ich im Moment gar nicht gemacht. Okay. Jetzt machen wir hier weiter. Ich habe das einfach daneben dran geschrieben, um noch nicht so viel Platz zu verschwenden. Aber jetzt gehe ich mal drunter. Ja, da habe ich gedacht, ich ziehe mal einfach 10 mal die zweite Zeile von der ersten ab. Ja, 413 minus 280, das ist dann 133. Und dann hier kriege ich die 0. 140 minus 10 mal 14 ist 0. Und dann die minus 9, die minus 10 und die 0. Ja, und dann habe ich gedacht, ich ziehe zweimal die dritte Zeile von der zweiten ab. Dann kriege ich 0, 0 und 1, minus 2 ist 3. Und dann hier bleibt die 1. Und hier habe ich die minus 2. Okay, und dann ansonsten die dritte Zeile schreibe ich einfach ab. Genau, und ja, und ich habe immer noch keine Spaltenoperationen gemacht. Dementsprechend bleibt hier auch diese 2 Kreuz 2 Einheitsmatrix so, wie sie war. Und als nächstes habe ich gedacht, ich vertausche die beiden ersten Spalten. Das heißt, hier diese erste Spalte, die wird jetzt die zweite. Und die zweite Spalte wird jetzt die erste. Das ist eh ein bisschen schief geraten hier schon. Das kann man wieder ein bisschen hier rüber schieben. Und hier auch kann man das ein bisschen weiter rüber schieben, so, dann schaut es ein bisschen schön aus. Okay, also ich habe die ersten beiden Spalten vertauscht. Das mache ich dann eben natürlich auch gleichzeitig hier, ne? So gut, und den Rest also mit den Zeilen habe ich ja gar nichts gemacht. Das heißt, ich schreibe das Zeug hier einfach ab. Okay, und dann hier so. Jetzt mache ich da unten wieder weiter. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich gedacht, ich tue die dritte Zeile, mache ich zur ersten. Das heißt, nehme hier die dritte Zeile und das wird jetzt die erste Zeile. Und die erste Zeile wird zur zweiten. So, ich kann ja zwei Zeilen vertauschen und dementsprechend kann ich die Zeilen eigentlich permutieren, wie ich will. Und dann die dritte und die zweite Zeile zur dritten. Okay, und mit den Spalten habe ich gar nichts gemacht und dementsprechend bleibt da unten diese Einheitsmatrix bestehen. Und gut, jetzt habe ich hier
Ja, jetzt kann ich hier diese 14 wegmachen, indem ich zweimal die erste Spalte hier abziehe. Ja? Gut, also dann haben wir hier also die erste Spalte, die bleibt hier so, wie sie war. Und da kommt dann die 0, weil 14 minus 2 mal 7 ist 0. Hier kommt eine minus 2. Und weil hier ja lauter Nullen stehen, ändert sich ja hier nichts. Das heißt, das kann ich hier einfach so übernehmen. Gut, und ja, und Zeilenoperationen habe ich gar nicht gemacht. Das heißt, hier, das bleibt auch einfach so bestehen. Und jetzt sehe ich ja, ich meine, wenn Sie das anschauen, hier sind es Mischer Normalform, ja? Das ist eine 3-Kreuz-2-Matrix. Ich habe hier diese Pseudodiagonale und 7 teilt 133, ja? 7 teilt ja 140 und damit auch 133. Und es sind nicht negative ganze Zahlen hier auf dieser Pseudodiagonalen. Ja, und da kann ich jetzt ablesen, dass P und das Q, also das da, so. Genau. Also das hier ist das P. Und das da ist das Q. Ja. Das ist das Q. Und das ist das P. Das heißt, okay, schreiben wir noch Konklusion wegen 7 teilt 133. Ist S gleich 7, 0, 0, 133, 0, 0 ins Mischer Normalform. Gemäß der Rechnung sind P gleich minus 1, 0, 1, minus 9, 10, 0, 3, 1, minus 2 und Q gleich 0, 1, 1, minus 2. Invertierbar über Z. Invertierbar als Matrizen über dem Hauptidealring Z der ganzen Zahlen mit P mal M mal Q gleich S. Das kann man jetzt natürlich nachrechnen, dass das gilt. Also Übung. Wenn wir uns da oben nirgends verrechnet haben, dann muss das jetzt so sein. Ja. Aber kann man jetzt natürlich mal nachrechnen, dass P mal M mal Q, also P mal M mal Q tatsächlich dieses S ist. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für Ihre Geduld und wir sehen uns am Freitag in der Vorlesung. Tschüss!